Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog von uns. Heute ist Umzugstag Nummer 3. Die Küchenmonteure sind schon wieder fleißig am Werkeln. Die verleimen gerade da die Arbeitsplatte oder wie auch immer man das nennt. Und ich bin auch fleißig am Werkeln. Erst wollte ich euch sagen, wir haben wunderbar geschlafen nach diesen letzten 2 Nächten, die wir so richtig durchzecht haben hier. Oh Gott, ich war so fertig gestern. Ich war richtig, richtig müde. Und heute haben wir richtig schön durchgeschlafen hier in unserem großen Familienbett. Das war richtig mega. Wir haben hier so kleine Lampen geholt. Da einmal. So Nachtlichtlampen. Und da auch. Und die kann man halt... Dann leuchten die ganze Nacht warmweiß oder kaltweiß. Wir hatten die auf warmweiß und das war so gemütlich hier. Und jetzt bin ich auch schon wieder fleißig. Ich hatte nämlich hier bei DM bestellt, schon vor längerer Zeit. Also ich bin am Kisten ausräumen. Und jetzt bin ich gerade dabei, die DM-Kiste auszuräumen. Die ist so schwer. Deswegen mache ich das nach und nach. Das alles geht ins Bad. So, da haben wir nämlich dann die Vorräte hier unten drin. Das Bad. Da habe ich schon angefangen, ein bisschen auszuräumen. Es waren auch noch Sachen, die wir hatten. Und ja, jetzt räume ich noch das, was dazugekommen ist, da rein. Ich habe hier den Generalberg Frühling mitbestellt. Den gibt es bei Lidl ja auch, aber den nachgemachten davon. Und der riecht so gut. Aber bei Lidl ist der immer ausverkauft. Wahrscheinlich, weil der so gut riecht. Deswegen habe ich mir den jetzt bei DM bestellt. Aber was ich doof finde bei den DM-Bestellungen, da ist alles immer noch mal in Plastik verpackt. Deswegen werde ich das wieder lassen. Es gefällt mir nicht so gut. Wir wollten ja Plastik einsparen. Und das ist halt alles doppelt und dreifach gesichert. Auch die Zahnpasta. Ja, falls da was ausläuft, ne, dass dann nicht die ganze Ware beschädigt ist. Macht Sinn, aber das möchte ich nicht. Deswegen würde ich da nur im Notfall drauf zurückgreifen. Wenn jetzt wieder ein Corona-Lockdown oder wer weiß was kommt. Und vor allem ist das so richtig schön übersichtlich. Meine Zahnpasta haben wir für die nächsten, weiß ich auch nicht wie viele Monate. Aber so sehe ich dann halt immer genau, wie viel Shampoo noch da ist und wie viel dies und das, obwohl wir jetzt wieder auf die Seifen, Haarseifen umgestiegen sind. Ich habe auch schon mal mit Roggenmehl die Haare gewaschen. Das klappt auch, aber auf Dauer hat mir dann doch gefehlt, dass es gut riecht. Deswegen habe ich das wieder gelassen. So, und hier haben wir so schön Platz halt in diesem Haus, dass man das alles so schön sortieren kann. In den Schrank mache ich jetzt die Sachen, die für einen alltäglichen Putzbedarf sind. So, dann komme ich da immer gut dran. Zack. Zack. Ich habe mal Antikal geholt. Kann ich direkt einsprühen. Aha, das passt nicht. Das passt nicht. So, und die kommen nach unten in den HWR. Da habe ich mir hier schon eine Kiste gemacht. Die nehme ich gleich mit runter. Man ist ja immer nur am Hin und Her. Das muss hoch, das muss runter, wenn man 2 Etagen hat. Das hatte ich irgendwie vergessen. Jetzt die nächsten. Das muss ich alles einmal durchwaschen. So. Es tut mir leid, wenn ich immer so stöhne und so schwer atme. Bin halt kurzatmig durch die Schwangerschaft. Den habe ich mal ausprobiert. Oder was heißt ausprobiert? Den habe ich mitbestellt. Da hatte ich so einen Coupon von Payback und dieser DM-App. Und die Waschmaschine läuft ja schon. Und die werde ich gleich auf jeden Fall eine Maschine mit anmachen. Bin ich sehr gespannt. Und schaut mal, mir ist ein Leinsamenbeutel explodiert. Hier sind die. würdet ihr die noch benutzen? Sagt mir mal. Schreibt mir mal in die Kommentare. Die losen Leinsamen. Oder lieber entsorgen. Ich muss mal eben erzählen, was heute schon alles passiert ist. Denn ich habe nur einmal heute Morgen guten Morgen gesagt und dann gar nicht mehr gemeldet. Wie spät haben wir? Ich meine, Uhr ist leer. Warum lädst du die nicht? Weil kein Ladegerät. Ja.
Wir haben 14.36 Uhr. Und was machen wir die ganze Zeit schon? Ja, wir arbeiten in meinem Zimmer. Und ja, den Fernseher haben wir umgestellt, gesaugt und Matratze bezogen und Matratze alles drauf getan und Couch eingezogen und alles. Ja, und du hast dein, weil Calvino hat ja auf der Couch geschlafen erst, weil sein Bett ist ja in der Schimmelwohnung geblieben. Und jetzt haben wir, bis wir das neue Bett holen bei Ikea, wir holen dasselbe wieder, ne, das mit den Schubladen unten. Ja, das, also, da sind ja 4 Schubladen dran, das ist voll geil. Genau, das holen wir wieder. Und solange, bis es da ist, wollte Calvino jetzt auf der Matratze schlafen, hast du gesagt, ne? Und dann hat er sich das voll schön gemütlich gemacht. Sollen wir das mal eben zeigen gehen? Ja, und du musst mich noch erwähnen. Ach so, ja, der Calvino hat jetzt auch einen YouTube-Kanal. Und er heißt The Calvino, also T-H-E Calvino. Ne? Was gibt's da zu sehen? Hunde-Videos. Aber wir müssen erst eben das Lied Musik ausmachen. Und wir müssen die Wespe entfernen. Ja, eine Wespe. Warte, ich will eben Musik ausmachen. So, Musik ist aus. Die ist jetzt da am Fenster. Wenn wir das jetzt aufmachen, dann geht die raus. Dann geht die raus. Aber traust du dich das jetzt? Ja, ich trau mich das. Halt mal bitte. Okay, hier sehen Sie live meine Mutter beim Entfernen einer Wespe. Wird sie es hinkriegen? Die muss jetzt nur gehen jetzt, Wespe. Geh. Wir wollen dich nicht töten. Aber wir wollen dich auch nicht haben. Vorsicht, wenn du die fallen lässt, die Schumacher-Edition, dann... Ja! Na los. Ja! Oh, Setzbe ist geflüchtet. Oh. So, jetzt machen wir hier direkt das Fliegengitter runter. Damit nicht wieder sowas passiert. Genau. Und währenddessen meine Mutter das Langweilige da macht, kann ich dir schon mal mein schön eingerichtetes Bett zeigen. Was noch gar nicht ganz... Ja, wobei... Man sieht hier, also da ist noch kein Bett drunter, die Matratze liegt auf dem Boden. Müssen wir dann immer lüften morgens. Ja. Genau, hier haben wir alles umgeräumt, wir haben schon den Computer. Toll, jetzt kann ich keine Roomtour mehr richtig machen auf meinem Kanal. Jetzt ist alles schon auf deinem Kanal. Ach so, doch, kannst du machen, weil mein Video ist immer 2 Wochen... Oh, sorry, ich soll dich ja nicht filmen. Ja. Mein Video ist immer 2 Wochen zurück versetzt. So, dann hilf mir mal hier beim Schieben, bitte. Schieb du an einer Seite und ich an einer Seite. Das ist einfacher als an die Wand, an die Wand. Ach so, an die Wand. Ja. So, okay, stopp. Das reicht. Kann der Bernd nachher alles anschließen. Die Playstation können wir hier unten jetzt reinmachen, oder? Ja. Eigentlich wollte ich, dass das mein Schuhschrank ist, aber ja, können wir gerne machen. Wir haben noch unten einen riesen Schuhschrank. Stimmt. So. So. Ist schon wieder abends. Und ich habe nicht mehr gevloggt. Ich habe mich so fürchterlich geärgert und aufgeregt heute. Über das Umzugsunternehmen und die Küchenmenschen. Ist mir egal. Mich so aufgeregt, dass ich sogar richtig einen harten Bauch bekommen habe. Jetzt erzählen wir euch, was passiert ist. Ben hat auch einen harten Bauch bekommen. Oh Mann, ey, das ist so ärgerlich. Passt auf, ich drehe die Kamera um. Also, die Menschen haben jetzt 2 Tage hier gearbeitet. Die haben wirklich gearbeitet, die haben nicht getrödelt. Nichts. Also die hatten gestern den ganzen Tag nur die Arbeitsplatten quasi ausgesägt. Das war unheimlich viel Arbeit. Und ja, sind halt immer noch nicht fertig. Wir hatten ja extra das teuerste Umzugsunternehmen genommen. Die hatten extra einen Küchenplaner vorher geschickt, der uns sowas hier erstellt hat. 3D-Ding, wie er unsere alte Küche umbauen kann. Und wir haben gedacht, komm, das ist doch ein professionelles Unternehmen. Das nehmen wir, auch wenn es teurer ist. Dann haben wir es aber ordentlich. So. Dann, was ist heute alles vorgefallen? Alles. Wir haben 2 solche Milchglasschränke eigentlich.
Aber einen hat der Küchenplaner einfach gar nicht mit eingeplant. Wenn man das weiß, sieht man das auch, dass hier nur ein Milchglasschrank geplant ist und nicht zwei. Aber der hat halt nichts davon gesagt. Und wir sind ja davon ausgegangen, dass der alle Schränke, die wir haben, verplant hat, weil er nichts gesagt hat. Also, ja, passt er nicht mehr dahin. Hier, da kann er ja nichts für, dass es nicht passt, aber er hätte halt was sagen können. Ne? Jetzt kommt hier noch bald, also im Januar, dieser Schrank nochmal, wegen Schimmel haben wir neu bestellt. Hier kommt der Hochschrank hin und dann kommt daneben dann der andere Milchglasschrank, also quasi fast am Esstisch schon. Weil wir ja wirklich die Schrankfläche brauchen. So, dann das. Also wurde das schon mal falsch geplant. Dann kam der Mensch zu mir, hier der Küchenmonteur, und sagte, ja, wir haben ja hier eine Dunstabzugshaube eigentlich. Die kriegt er nicht mittig über das Feld, weil das wurde falsch geplant. Ich sage, ja gut, 2-3 Zentimeter macht er jetzt nichts. Ne? Nee, das wird deutlich mehr. Das wird nicht hinhauen. Ja. Hinter dir. Hinter mir? Ja, hinter mir die Nudeln. Ja, dann kam der Bernd, hat dann auch, also hat gesagt, das geht gar nicht, ne? Dann müsst ihr halt umplanen, weil was nutzt uns denn eine Dunstabzugshaube, wenn die halt, weiß ich nicht, 20, 30 Zentimeter vom Topf entfernt ist. Von der Platte, also schief. Erstmal sieht es doof aus. Und Etty Howard mitgebracht. Ja, freut er sich gleich. Für den Kong. Kann er uns heute Nacht wieder 7-mal wecken. So, das war das. Das war das damit. Das wurde dann jetzt auch, da standen die hier eine Stunde rum, haben diskutiert wie, oder mit uns, ne, gerätselt, wie kann man das denn machen. Ich stelle euch mal hier rein. So, sieht ja noch offen die Schränke. Wie kann man das denn jetzt machen, dass es gerade ist? Ja, dann eine Stunde, also wir sagen mal, wir sind da bei 75 Euro die Stunde, die ja kosten, die Männer, die wir bezahlt haben, extra nochmal, um das zu planen. Also es war oft, dass sie eine Stunde halt umplanen mussten, ne? Ja. Okay, dann haben wir es halt hinbekommen, dann machen die da irgendwie noch ein Stück Verblendung rein und keine Ahnung und dann passt das mit dieser Dunstabzugshaube. Das war das. Das nächste, was ist, zeige ich euch. Wir haben ja neue Arbeitsplatten geholt und wir haben extra, also musste ja, weil die alten haben ja natürlich nicht mehr gepasst. Das war ja klar. Aber diese ganzen Nischenverkleidung, Arbeitsplatten und so, die haben ja, weiß ich nicht, 1500 Euro gekostet. Und wir haben extra gesagt, wir lassen das von einem Umzugsunternehmen machen. Das sind Experten, damit wir das ordentlich haben. So, jetzt zeige ich euch was. Sind überall, wo die gesägt haben. Ja, das sieht doch scheiße aus. Sagen wir auf Deutsch, das sieht scheiße aus. Habe ich gestern dem Mann gezeigt. Er sagte, kein Problem, da haben wir so ein Wachszeug für. Das machen wir drauf, dann sieht das schön aus. Okay, dann habe ich nichts mehr gesagt, wenn die das noch machen. Heute hat der Bernd das nochmal angesprochen. Und dann hat der Mann gesagt, ja, da, wir sind ja keine Maschinen und wenn man das manuell macht, dann sind da halt so Risse drin. Das kann schon mal passieren. Das könnte auch nicht ändern. Unser Blick so, what? Ne? Dann hätten wir ja auch, weiß ich nicht, ey, gibt's doch nicht. Und dann hat der andere Küchentechniker da, Monteur, eingegriffen und hat gesagt, nein, das würden sie wohl noch ausbessern. Jetzt, ja, okay. Pass auf, bevor wir überhaupt wussten, dass die morgen noch mal kommen, hat er dann gesagt, da hingen hier die Hängeschränke noch nicht. Da haben die gesagt, die kommen erst am 2. November und machen das weiter. Also das ist ungefähr noch 2 Wochen. Bitte? Ja, weil heute sind sie ja nicht fertig geworden und morgen sind sie schon woanders eingeplant. Und wir sehen aber, wir sind hier, guck mal bitte, ich zeige euch das, wie es hier bei uns aussieht. Also, das war ja geplant mit Aufbau, Abbau und Aufbau der Möbel. Die Vitrine kommt da gar nicht hin. Die ist noch nicht zusammengebaut. Es steht alles hier kreuz und quer. Gut, die Schubladen sind jetzt halt in der Küche drin, aber es ist alles Chaos hier. Den haben wir gerade schnell zusammengebaut, dass wir wenigstens hier essen können und nicht im Wintergarten, weil da ist kalt, keine Heizung. Wollen die uns hier 2 Wochen
so lassen. Also, bin wieder aufgeregt. Dann hat der Küchenmonteur gesagt, ja, dann ruf jetzt im Büro an, weil wir sind morgen woanders eingeplant, ne? Dann sollen die das umplanen. Ja, okay, dann hat der Bernd da angerufen und hat gesagt, dass wir damit nicht einverstanden sind, dass wir jetzt hier 2 Wochen noch in so einer Baustelle leben. Und die sollen morgen kommen oder Freitag, also übermorgen oder wie auch immer. Ja, wie auch immer, dass sie halt das zeitnah fertig machen sollen. Dafür bezahlen wir die doch. Und die, also das sind doch eigentlich Experten und die müssen doch abschätzen können, wie viel Arbeit das ist. Ist das denn zu viel verlangt? Vielleicht regen wir uns einfach zu viel auf. Aber allen, denen wir das bis jetzt erzählt haben, haben gesagt, nein, geht gar nicht. Ja, okay, jetzt kommen die halt morgen nochmal. Abgesehen davon, am 2. November hätte ich auch selber arbeiten müssen. Oh. Ja, jetzt haben wir halt hier die Induktionsplatte mitgenommen, die habt ihr ja schon gesehen. Haben wir von der Arbeit mitgenommen, dass wir wenigstens heute uns Nudeln machen können mit Tomatensoße und Salat. Hat der Bernd schon Salz geschnibbelt. Das ist Salz, ja. 28. Kiste habe ich Salz gefunden. Yay, ah, hättest du mich gefragt, hätte ich dir sagen können, wo wir Salz wo? Haben. Im Vorratsschrank im HWR. In der 28. Kiste. Egal. Ja, und Salat hat der Bernd schon geschnibbelt, weil wir haben keine Lust mehr auf frittierten Pommesbudenmist. Murphy, was machst du da? Richtig gut. Aus. Und du? Aus. Ich habe noch nicht probiert. Mm-mm. Ja. So. Schmeiß mir ins Gesicht, wenn sie kleben bleibt, ist fertig. Ein bisschen, ein Minütchen noch. Echt jetzt? Ja, sorry, ich weiß, wir haben voll Hunger. Mega Hunger. Miss Murphy auch. Soll ich dich mal ausziehen? Warum bist du eigentlich nur angezogen? Hm? Armes Tier. Ja, der Hund, der musste die ganze Zeit im Wintergarten warten, weil die hier natürlich alles ihr Werkzeug liegen haben. Und oh, ich sag euch, jetzt habe ich mich so aufgeregt wieder beim Erzählen. Habe ich schon wieder einen harten Bauch. Mann, ey. Wir essen jetzt und dann legen wir uns hin oder machen wir heute noch was? Ich mache heute gar nichts mehr, außer duschen und ein bisschen am Popo rumspielen. Spielst du am Popo rum? Ja. Ach, du machst hier sein Kong. Comic Kong. Gut, ihr Lieben. Ich werde jetzt das Video beenden. Ist das hier der Spaghetti-Löffel? Nicht der Leberwurstlöffel, ne? Nein, da ist nur Wasser drauf. Und dann hoffe ich, dass dieser blöde Tag ein Ende hat. Legen uns hin, Füße hoch ins Bett, weil aufs Sofa können wir ja noch nicht. Tut mir leid, dass ich mich bei euch so ausgekotzt habe. Gut. Ja, bestimmt. Ein Sieb haben wir auch nicht. Passt auf, wie wir die Nudeln abschütten. In diesem Ding, was eigentlich da drin ist, weil wir kein Sieb jetzt haben. Ist so. Ach, Murphy, du bist so süß, wie du immer breitbeinig sitzt. Mal die Brille bitte ab. Schlagen. So, gut. Ihr Lieben, wir sehen uns morgen wieder. Dann geht es uns allen wieder besser, wenn wir eine Nacht drüber geschlafen haben. Danke fürs Zuschauen und ja, bis morgen. Ciao.